Pferdekoppel ist vergrößert. Ei. Hallo. Boah. Ach, noch ein Pfeil gefunden. Da steht ein Creeper. Wehe. Och, ein Enderman. Und eine Kuh. Was ist schlimmer? Die Kuh. Gar nicht. Ich habe keine Perle bekommen. Bin enttäuscht. Bin enttäuscht von dir, Enderman. Du bist einfach gestorben und hast deine Perle mitgenommen. Da ist ja gar keine Kohle drin in deinem Ofen. Oh. Man muss das Huhn da eben drin vergammeln. So, ich wollte mich mal hier hinten drum kümmern. Ich wollte ja hier noch was basteln. So. Oh, ich komme nicht raus, ich komme nicht raus. Jetzt. Oh, das Kloster ist ja so weit da oben. Wie soll man denn da hinkommen? Wo soll denn das Wasser rauskommen? Oh. Ich würde sagen, hier so. Ich glaube, ich brauche bald eine neue Schaufel. Magma Cube. Nee, wenn man hier... Ah, jetzt habe ich einen zu viel weggenommen, glaube ich, ne? Machen wir das hier von der Kante? Ich mache das erstmal. So, dann lege ich mir hier ein bisschen Erde hin. So, dann kann ich das wieder ausgleichen, was ich versaubeutel. Oh. Ich glaube, ich muss mir nachher erstmal eine Schaufel bauen gehen. 5 mache ich den breit. 1, 2, 3, 5. Dann gucke ich mal, wie das unten aussieht. Oh, hier ist ja schon Wasserdingen, Bummen. Interessant. Kann man das vielleicht mit... Ach, Mist. Einbinden irgendwie von der Optik her? Hm, vielleicht. Ja, so. Das ist nur ein Wasserloch hier, ne? Ja. Ja, eigentlich könnte das sogar bleiben. Läuft wieder ein Huhn rum, was darum bettelt, dass ich es töte. Weh. Ja, ich kann doch nichts dafür. Was läuft es hier rum? Ja, was ist Ich hab's ihm nicht erlaubt. Es hat auch Gefühle. Gleich nicht mehr. Scheiße. Was ist das Portal? Du wolltest ja nicht. Du wolltest nicht auf mich hören. Ah, hier. Scheiße, er hat's gefunden. Sie fragen, komme ich da heil runter? Das kommt davon, wenn man sich zu weit hoch baut. Oh,
Oh, hab ich mich erschrocken. Die Schaufel ist eben kaputt gegangen. Ja, war nichts zu überhören. Ja, ich brauche mir nachher gleich eine. Ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Wie das denn nachher aussieht. Mach ich doch mal so. Und hier mal so. Muss ja nicht immer gleich aussehen. So. Und hier geht's dann raus. So. Dann hole ich mir jetzt. Ich muss mal gucken, ob ich was. Ich habe ja auch noch den Rucksack mit. Der Rucksack ist scheiße. Oh, jetzt schmeiß ich ihn auch noch weg. Weißt du warum? Da kann man so viele Sachen drin verstecken. Ja. Und sich richtig zumühlen. Machen wir jetzt erstmal Platz. So. Das kann bleiben. Der kommt dann hier wieder hin. So. Das Huhn badet. Schön. Komm. Ich brauche jetzt die Bruchsteine. Die sind hier hinten. Und ich brauche mein Schwert. Hallo Huhn. Oh, jetzt ist es tot. Sauerei. Manfred mag Hühner. Ja. Hast du die Tür weggebaut? Was für eine Tür? Oder bin ich da daneben gelaufen? Ich bin daneben gelaufen. Sowas. Was? Bist du gerade auf Toilette? Bist du gestorben? Jetzt ist alles weg, ne? Ach, ich bin ja Gott sei Dank beim Leuchtturm gestorben. Was machst du denn beim... Ach, bist du runtergefallen? Ja. Geil, er ist runtergefallen. Ich packe jetzt erstmal alles, was ich nicht brauche, rein, denn das muss ich alles wieder wegsortieren. Die lasse ich mal da drin. Fackeln kann man nie genug haben, haben wir festgestellt. Das wird schon wieder dunkel, das ist doch wohl nicht normal. Holz war hier drin. Und da. So. Und das kommt da nicht hin. Federn hatten wir doch auch irgendwo. Ja, da. Und Strippen und Knochen. Das kommt drüben hin, das kommt in die Fressbox. Ach, das wird die Drecktruhe. Ich hatte da eigentlich was anderes mit geplant, aber ist auch egal. Machen das erstmal so. Können wir irgendwann selber später nochmal umsortieren. Natürlich. Das kommt dahin. So, da muss ich jetzt mal rüber. Eine Schaufel wollte ich mir noch bauen. Aber ich kann mal gucken, vielleicht haben wir hinten noch eine drin. Hier kommen die Äpfel rein. Äpfel haben wir reichlich. Ich habe immer noch meinen goldenen Apfel, den habe ich noch nicht gegessen. Ja, ich bin Spargang. Ja, das ist ja, das Essen. Die Kuh kann reden? Die Kuh hat gesagt, ja, stimmt. Warum ist das denn hier drin? Da gehört das doch gar nicht rein. Das hat mich jetzt verwirrt. Setzlinge, Weizen, Fliegenpilz, Schweinepilz, die Hacke und das kommt auch hier hin. Weizen haben wir reichlich. Ich höre keine Musik. Doch, die läuft. Da wird gesingt. Oh Gott. Hast du ein Bett in der Nähe?
Nee. Schade. Das solltest du dir mal immer zu deiner Baustelle mitnehmen. Wir haben noch Ersatzbetten drinne. Wir sollten uns sowieso eigentlich, wir haben doch den Rucksack, wie Blödmänner. Wir können uns doch ein Bett da reinpacken, wenn wir unterwegs sind. Eigentlich. Ist doch nicht weiter schlimm. Ich hol die mal. Hier waren nur noch zwei Betten. Klack, klack. Eine goldene Pferderüstung. Ja. Klar, man gönnt sich ja sonst nichts. Die wollten wir auch woanders hin tun. Wir wollten bei den Pferden was hinbauen, ne? Wo habe ich denn das andere jetzt gelassen? Ach, ich weiß, ich glaube, ich habe das hier gelassen, ne? Hier? Ja, packe ich da mit rein. Gut, da ist auch noch ein Sattel. Habe ich die Betten? Ja. Oh, ich dachte, ich laufe eben über der Luft. Ich bin ein Luftläufer. Ein luftloser Läufer. Hallo, Blitzebogenmann. Guck mich nicht so böse an! Das hast du nur davon. Jetzt hack ich dich, bis du stirbst! Weg. Alles meins. Oh. Oh. Creepy. Überleg's dir. Überleg's dir! Ich hab dir gesagt, überleg's! Dir. Er hat sich's nicht überlegt. Er ist verschieden. Hier liegt Dreck. Draußen. Ja, ich... Oh, Junge. Ich hab bloß keine Erde mehr. Hast du noch Erde? Ja. Kann ich ein bisschen Erde haben? Ja. Kannst du mir erstmal herkommen? Ich hab noch einen Pfeil abgekriegt von dir, ne? Nee, ich bin runtergehüpft. Achso, das Bett... Also, du kannst es ja erstmal stehen lassen. Warte. Warte. Guck mich mal an. Danke. Oh, der hat sich eben aufgelöst hier vor mir. Ich bin so schön. Ich bin so eine strahlende Schönheit. Und da sterben die Monster. Und sie brennen. Ah, die springen ins Wasser, die feigen Hunde. Au! Du sollst sterben! Das müssen wir aber noch üben mit dem Sterben. Ah, ich muss mal was essen. Jupp. Der gefällt mir nicht. Ich wollte mir eigentlich bemooste Steine holen. Gute Idee. Ja, für den Wasserfall. Ich muss ja auch mal weitergehen. Wo habe ich die jetzt? Wo habe ich die jetzt? Wo habe ich die jetzt? Wo habe ich die? Hier. Jupp. Haben wir leider nicht so viele. Und einen Eimer brauche ich auch. Den hole ich mir auch. Am besten gleich zwei. Eimer waren hier, glaube ich. Oder sechs. Dann habe ich ordentlich Wasser dabei. So. Ich laufe mal schneller. Hallo Schwein. Hallo Huhn. Hallo Kuh. Stimmt, die draußen Kühe könnte ich mal töten. Schön. Hey. Hat der auch schwarzen Ton? Nee, ich glaube nicht. Das ist blöd. Oh, das Pferd hat mir eben ganz viele Herzen gezeigt.
Aber ich kann nicht reiten. Braucht man dafür einen Sattel? Ja. Und wenn man den nicht hat? Dann geht das nicht. Soll ich dir einen bringen? Ja, ich habe Angst, das Pferd läuft weg. Oh, wartet mal. Das wird aber ein Turm, wird das. Das wird ein Monsterleuchtturm. Ja, den soll man auch sehen. Ja. Hauptsache, der, wenn er nicht groß genug ist, dann müssen... Ich bin, ja, bei den Bäumen hinter dir, wenn du jetzt von deinem Turm zu deinem Sommerhaus guckst, zu deinem Strandhaus, dahinter bin ich. Und sitze auf dem schwarzen Hengst und traue mich nicht runter. Ah, ja. Jetzt traue ich mich runter. Der Manfred ist da mit einem Sattel. Jo, Sattel. Auf ihn setzen und eh. So. Ja, jetzt haben wir ein Pferd. Damit reite ich jetzt in unserer Burg. Und dann haben wir zwei Pferde. Ich bin über Sun geritten. Och, das Arme. Ich bin geschädigt von deiner Hühnerfarm. Was? Ich hab doch schon ein paar Hühner getötet. Ja, man hört es überhaupt nicht. Doch. Guck mal, Pferd. Hier hast du ein neues Zuhause. Oh, das hat sogar funktioniert. Und den Sattel kann man auch wieder abnehmen, ne? Ja. Aber dann muss man den da hinsetzen, so. Und jetzt drücke ich Shift. Und dann sind die beiden nicht mehr so alleine. Achso, dem anderen kann ich ja auch den Sattel abnehmen. So. So. Halt. Verflixt und zugenäht. Ich glaube, der Manfred ist aus großer Höhe gefallen. Jetzt müsste man bloß noch wissen, wie man die füttern kann. Das müssten wir nochmal ausbekommen. Ich glaube, etwa mit Äpfel oder mit Zucker. Aber ich glaube eher Äpfel. Zucker hört sich auch gut an. Jetzt haben wir schon drei Sättel. Jetzt haben wir ja für Herrn Kedos auch schon einen. Der so, Kedos. Das Leder lege ich bei der Wolle einfach mit rein. Ne? Genau. Sind ja nur zwei. Und rohes Fleisch kommt in der Küche auf den Herd. Geh weg. Oh, diese Eisentür. Wer hat die gebaut? Wer hat sie vorgeschlagen? Du. Warten. Etwa ja. Nicht? Nein, nicht. Leider. Ja, Kedos war's. Achso. Schon geklärt. So, jetzt kann ich ja endlich mal an meinem Projekt. Jetzt kann ich ja endlich mal ein. Jetzt geht sie nicht zu. Und mein Projekt weiterbauen. Aber das mit dem Pferd, das kam impulsiv. Jetzt schon wieder einer schweren Atem. Ich muss nochmal Kontroll hören. So. Naja, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Aber es geht eigentlich, ne? Also ich verstehe dich gut. Wie gesagt, das ist ein Experiment. Das kann sein, dass es jetzt viel zu leise ist. Es kann sein, dass das viel zu laut ist. Das werden wir dann merken, wenn es soweit ist. Ich habe mir keine Schaufel gebaut. Immer vergesse ich alles. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Habe ich gerade beschlossen. So, jetzt gucken wir mal. Ist das schon... Ist das noch alles so, wie es soll? Ja. Ich habe aber nur 47 bemooste Steine. Ach, wir haben doch vorhin einen Spawner gefunden. Warum haben wir denn nicht den bemoosten Stein mitgenommen? Haben wir bemoosten Stein gefunden gehabt? Ja, der war mein Spawner. Ja, den habe ich nicht gesehen. Da bin ich ja gar nicht hingekommen. Ja, aber da hätte man automatisch denken können. Ja, beim nächsten Mal, ne? Ja. Ich mache jetzt mal, soweit ich komme. Mehr geht ja eh nicht.
das machen wir anders. Das Bett kann ja hier erstmal weg. So. Warte, warte. So. So. Ja, nicht schlecht. Nee, das sieht nicht gut aus. Ich sag, ist nicht schlecht und man sieht nicht gut aus. Nee, du weißt ja gar nicht, was ich jetzt gemeint habe. Sehe dich auch gar nicht. Nee, ich bin ja auch ganz woanders. Oh, schon wieder. Ist jetzt die Frage, mache ich das Glas 2 hoch, 3 hoch oder 4 hoch? Ich habe eine ganz andere Frage. Töte ich das Huhn oder lasse ich es am Leben? Ich würde sagen, am Leben. Aber das ist hier bei mir und bettelt förmlich drum. Bring mich um. Ignoriere es.